Dass es eng werden würde, davon waren im Vorfeld beide Kandidaten überzeugt. Dass dann aber sogar nur 76 Stimmen den Ausschlag geben würden, bedeutete für beide eine Zerreißprobe. Zwischenzeitlich trennten die Kontrahenten sogar noch weniger Stimmen. Am Ende setzte sich Dr. Helmut Steininger mit 50,7% durch. Der CSU-Mann, der bereits von 1996 bis 2002 auf dem Rathaussessel in Landau gesessen hatte, konnte die Spannung nicht aushalten und hatte die Auszählung deshalb außerhalb des Rathaussaales verfolgt. Ja, es ist geredet worden im Vorfeld, dass es ganz knapp wird. Also man hat irgendwo so 52-48 gedacht, wobei man nicht wusste, wer vorne sein wird. Dass es dann so knapp ist, um die 70 Stimmen, das ist natürlich unglaublich. Und ja, also ein knappes Ergebnis verpflichtet umso mehr, alle ins Boot zu holen und gemeinsam die Stadtpolitik zu gestalten. Mit 49% der Wählerstimmen musste sich Erwin Schrettenhuber aber nicht verstecken. Er war für eine freie Wählergemeinschaft angetreten und auch trotz der knappen Niederlage zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Unterschied doch ein bisschen größer ist, weil ich schon befürchtet habe, dass die Wahlbeteiligung nach unten geht. Und das, denke ich mal, kommt der CSU zugute, weil die doch treuere Wähler haben. Und bin aber trotzdem ganz zufrieden. Mit ein Grund für das knappe Ergebnis, die geringe Wahlbeteiligung. Wie vor 2 Wochen lag sie nur bei knapp über 50%. Auch die beiden Kandidaten haben dafür keine Erklärung. Das hatten wir in der ersten Wahl schon. Ist sogar spekuliert worden, dass da möglicherweise die Wahlbeteiligung nochmal fehlt. Also 53%, glaube ich, ist jetzt, es ist der Trend der Zeit. Also ich hoffe, es wird irgendwann gelingen, diesen Trend auch umzudrehen und wieder mehr Leute an die Wahlurne zu bringen. Denn das ist schon sehr wichtig, dass die Leute ihre Wahl treffen. Wir haben ja jetzt die letzten Jahre in Landau immer wieder gehört aus der Bevölkerung, dass die Stadtentwicklung nicht ganz positiv bewertet worden ist und trotzdem gehen die Leute nicht zum Wählen. Das ist schade. Entweder haben wir diesen Mangel, der da angeprangert wurde, falsch interpretiert oder ja, ich weiß nicht, an was liegt, werden wir auch nicht analysieren können. Dr. Helmut Steininger beginnt nun bereits in den nächsten Tagen damit, sein Büro bei der Regierung von Oberbayern aufzulösen. Ab Anfang Mai wird er dann für die nächsten 6 Jahre den Posten im Rathaus übernehmen. Mit dem Ausbau des Breitbandinternets sowie der Ausweisung neuer Industrieflächen hat er sich schon einige Ziele gesetzt. Wir haben eine solide Situation aktuell in der Stadt Landau finanziell und auch was die Projekte angeht, die die nächsten Jahre umgesetzt werden müssen. Also ich bin da durchaus zuversichtlich, dass wir da ordentliche Arbeit eben eins nach dem anderen und solide finanziert machen können. Bis der CSU-Politiker sein Amt antreten muss, bleibt ihm allerdings noch ein bisschen Zeit. Nach dem Dirigieren der Stadtkapelle, unzähligen Foto- und Interviewterminen, konnte er dann auch am Sonntagabend sein Siegerbier trinken.